Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die und Danu morst bereits SOS. Grüß dich. Hi. Nee, das war nicht SOS, das war Hilfe holt mich hier raus. Hilfe holt mich hier raus. Und Xar buddelt sich schon weit, weit weg da unten irgendwo durch die Welt ans andere Ende der Karte. Genau. Nein, und, um genau zu sein, ich buddel gerade Danus Pilzkeller. Jö, er ist ein Schatz. Das wird, Koja, ich habe da geheime Labor. Einen hübschen, ja, das wird mein neues Labor. Da einen hübschen Klohammer für dich. Brauche ich ja nicht mehr. Das ist ja heiße. Ich baue jetzt gleich mal die Working Bench. Da muss ich erstmal meine Pfeile. Ich baue noch im Hintergrund 100 Pfeile gerade. Komm, die brechen wir mal kurz ab. Dann bauen wir jetzt erstmal die Workbench. Raft, da haben wir ja das letzte Mal so ein paar Gebrauchtwagen zerlegt für. Ich bin nach 22 Uhr heimgekommen. Ja. Aber ich bin lebend heimgekommen. Eieieiei. So, Workbench. Oh. What? Die braucht 3 Minuten. Okay. Ja, dann gehen wir was tun. Ich gehe dabei mal Holz hacken. Ich auch. Oh. Dazu sollte man sicher eine Axt. Achso, nee, ich habe eine Axt, aber ziemlich kaputt. Ja, wollte gerade sagen, habe ich eine Axt? Habe ich. Ja. Okay. Wir wollen, also ich meine, ihr seht. Hast du zufällig die Würfel dabei? Die, du weißt schon, die Baudinger, die. Die, ja, Frames. Die Frames. Ja. Ich habe 47 Frames. Reichen dir die? Ja, genau, dann viel Spaß. Ich habe mir gedacht, wir haben einen Ausgang, oder? Haben wir den immer noch nicht? Ja, wir haben einen Ausgang. Naja, dann, oh, dann nehmen wir doch den. Danu, dann nehmen wir den Ausgang. Man weiß aber nicht, wo man rauskommt. Ich habe jetzt nämlich noch nie hochgeguckt. Na toll. Koja? Geh spionieren. Mal vor. Ach, ich soll vorgehen, okay. Mhm. Also außerhalb der Spikes sollte es auf jeden Fall sein, aber... Ja, wahrscheinlich sind wir in der Mauer noch. Das wäre jetzt so der Hammer. Also nee, raus. Ich hoffe nicht. Das ist sogar ideal, da ist direkt der Wald. Das geht sich sogar aus mit den 3 Reihen Spikes, ja. Spikes. Ja, das geht sich aber aus. Du kommst mitten in den Spikes raus, bist erstmal tot. Denkst dran, die Türe zu schließen. Ja, ich baue hier fertig und dann bin ich eh da drin. Mhm. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, wie weit die Bäumchen hier sind. 900er hab ich da. Besser als nix. 1200, der ist ideal. Na, dann holen wir mal ein bisschen Holz bei. Wir müssen unsere Basis wieder festmachen. Ihr habt ja, befestigen. So. Tag 21 kommt die nächste Welle und wir sind bei Tag 19. Ja. Und wir haben uns noch absolut nicht um die Basis gekümmert. Ja, aber ganz ehrlich, diesmal habe ich keine Sorgen irgendwie. Also, wenn wir das jetzt konzentriert machen und zu dritt da dran sind, ich glaube, weil es ist nicht so viel kaputt gegangen, die Mauern stehen, machen da draußen jetzt ein paar schöne Spike rein und, bin da ganz zuversichtlich. Mhm. Ich auch. Und was wir auch noch vorhaben, nach den ganzen Tipps von euch, dass es doch sehr sinnvoll wäre, den Händler-Skill mal ein bisschen zu leveln. Mhm. Ja, werden wir das auch mal machen, dass wir uns so eine Ramschkiste machen. Und da dann eben alles reinwerfen, was wir... Und wir haben ausgelost, wir haben gesagt, Koja wird schuld sein, wenn wir zu wenig Geld einnehmen. Also muss er das machen. Immer. Genau. Ja. Damit wir sagen können, Koja ist schuld. Nimm den Scheiß, damit es endlich weg ist. Ja. Ich mag ihn nicht mehr sehen, nimm ihn einfach. Wie war das eigentlich mit kaputtem Werkzeug? Scrap oder? Nein. Haus einfach in die Kiste daneben. Oder schmelz es ein. Schmelz es direkt ein. Nur am simpelsten. Ja, aber ich habe gerade was reingehaut, also die sind die Slots voll. Ja, nö, dann. Also den Slot kurz rausnehmen, reinlegen, dann ist es direkt durch. Das meine ich. Das macht ja immer weg. Nicht immer. Echt? Nein. Aber bei mir bisher immer. Wenn ich es reingelegt habe, war es innerhalb von Sekunden weg, wenn die anderen Slots leer sind. Mhm. So. Es gibt doch ganz gut Holz. Ich bin schon 4000. Läuft. Hallo, ja, und Zombie. Ich denke, damit können wir relativ gut die Sachen auch schon mal befestigen. Die Spikes stellen wir her, die normalen, ne? Erstmal warten. Ich muss erst schauen. Ich habe keine Ahnung gerade. Wie? Was wir jetzt wirklich brauchen. Ich gehe mir mal die Mauer anschauen. Ach so. Wir brauchen die Außen... Bau du einfach die Außenspikes, okay? Ich schau mal, ob ich innen reparieren muss. Ja, das da nur bei mir oder auch bei dir, Xa? Was mache ich? Da habe ich jetzt gerade nicht so aufgepasst, aber...
Es war zumindest nicht arg. Nee, nicht sonderlich, aber so ein bisschen geknattert. Oh. Ah ja. Oh, ja, hallo Schweinchen. Ich hol mir mal das Fleisch von dem Schweinchen, das in unseren Spikes verändert ist. Mhm. Ach, das ist aber praktisch. Schweinchen to go. War Lieferando wieder da. Ja. Barrips. So. Wir bräuchten Zement. Xavi, schaut's denn damit aus? Ich habe gerade die Fortschritte eingeschmissen und ja. Okay. Werde dann auch gleich wieder weiter Zement produzieren. Nacht? So. Sieht auch ganz gut aus. Aha. Ach du Scheiße. Okay, besorgen wir Holz. Ich könnte Tausende brauchen. Ja, also ich baue gerade schon einige, nur die brauchen dann auch wieder 11 Minuten. Das ist sehr putzig. Ich brauche nicht nur die Spikes, ich werde dann auch die anderen Spikes brauchen. Dann bau du erstmal die, ich versuche die, ja, die anderen da durchzuhauen. Beziehungsweise könnte ich da ja auch in der Workbench sagen, komm, bau die. Ja. Weil die brauchen so lange. Und das ist eh ein Skill, den man jetzt nicht unbedingt leveln muss. Dann kann man das auch in der Workbench erledigen lassen. Schmeiß ich das da gleich rein. Aber baue zuvor so, erstmal ein bisschen Munition. Munition war super, weil ich habe 0 Pfeile. Hm, ja. Ich hab schon alles im Inventar auch davon. Das ist sehr gut. Da liegt also sehr daher, gut. Immerhin. Hier, komm, dann mache ich das jetzt weg. Dann machen wir jetzt die Arrows stattdessen. Ach, man darf nicht zu nah an der Türe sein, damit die aufgeht, okay. Das noch durchgeht. So, die Workbench habe ich gebaut, aber wo ist sie denn hin? Ach da ist sie. Kuya vermisst die Workbench. So, was machen wir jetzt? Wo fangen wir an? Irgendwo muss ich anfangen. Hier sind doch noch in der... Nix. Ja komm, jetzt tu nicht so. ich war gerade am Rätseln, wie die Storageboxes heißen. Und Storagebox heißen. Hab dann nach Chest und Box und weiß der Geier was gesucht und irgendwie habe ich es nie gefunden. Wie heißen sie? Container oder? Storage. Ach, einfach nur Storage. Storage und dann dahinter halt, was es halt ist, also Balding, Hell, okay, etc. Dann machst du jetzt eine für Trading oder wie? Ich mach eine für Autoteile. Und Motoren und so, weil die müllen hier doch ganz schön die Kiste zu. Aber könntest du das vielleicht gerade erledigen mit so einer Trading-Kiste? Einfach irgendwo... habe ich schon erledigt. Ah, ist schon, wunderbar. Ist schon erledigt, ja. Sehr cool. So, ich komme nochmal zurück. Gerade etwas irritiert. Ach, da habe ich ein 5000er Stack voll. Also ich habe jetzt 8500 Holz. Ich denke, da geht schon mal ein paar Spikes. Die Motoren geben ja mal gut Geld. Okay. Ein 85er Motor gibt 256 Dollar. Das ist ja noch nix. Wart's ab. Da gibt's noch viel bessere Dinge. Ja, nö. Ich meine nur, weil Motoren hat man halt sonst irgendwie immer weggeschmissen oder sonst was mitgemacht. Eben das hier. Ach so, einfach weiter gerade auslaufen. Ah. Haben wir noch Clay? Scheiße. Ich glaube, wir brauchen Clay auch noch. Ich schau mal. 2000 Clay sind noch da. Ist Cobblestone fertiger auch da? Cobblestone sind auch noch knapp 2000 da. Okay, dann kann ich mal die holen, weil die brauche ich zum Reparieren da. So, ja. Läuft sich ja mittlerweile im eigenen Haus, bis man drin ist. Ja, da. Soll ich noch weg, besser ausstellen? Ja, für mich schon, ja. Hier lang, dort lang. Ach, guck mal, das passt sogar. Wie aber dann bitte schön verwirrend, ja? So. Dann, jetzt mal schauen, wie das mit der Workbench überhaupt funktioniert. Also, wir wollen wir wollen Shotgun Shells herstellen. Zack, 50 Stück. Gibt's direkt. Okay, das war eine Fehlanzeige. Da stand gerade 100 Minuten. Dachte ich, nee, noch nicht. Okay. Das habe ich irgendwie falsch. Ich weiß nicht. Das sah gerade ganz komisch aus. Achso, beziehungsweise ich muss die Kisten, glaube ich, noch anlocken. Ja. So. Dann brauchen wir Bullets, 9 mm. So. Zack.
Ja, komm, da craften wir auch alles, was wir haben. So, und solange ich im Inventar bin, kriege ich die Erfahrungspunkte davon, aber wenn ich rausgehe, kriege ich sie nicht. Genau. Das ist ja super toll. Das ist echt ein bisschen. Das heißt, du hast jetzt die voll spannende Folge. Kann doch jetzt 7 Minuten hier davor stehen und gucken, wie der Bullets baut. Ja, nein. Aber ich kann die Bullets auch nicht, wenn ich so ein Workbench in der Nähe habe, im Inventar bauen und außen rumlaufen und fröhlich sein oder so. Ignoriere einfach den Skill erstmal. Das machen wir halt so zwischendurch. Ich meine, wenn es geht, bleib an der Workbench, aber mach halt was auch was anderes. Wie kann ich der Workbench sagen, dass sie Spikes herstellen soll und nicht ich? Indem du in der Workbench einfach Spikes suchst. Die musst aber suchen. Ich habe die Workbench offen, so, und jetzt gebe ich Spike ein und dann kriege ich aber nur angezeigt mein Inventar. Das ist egal, das passt schon. Die Workbench musst du nichts legen, du craftest in der Workbench immer mit dem Inventar von dir. Hast du immer alles in die Workbench gelegt? Ich habe jetzt gerade alles in die Workbench gelegt. Brauchst nicht. Okay, das heißt also... Du craftest mit deinem eigenen Inventar, genau. Ah. Okay. Und wenn du dann durch bist, sag's mir, weil dann kann ich anfangen, Werkzeug herzustellen. Ja, das dauert jetzt locker 30 Minuten. Okay. Weil 20 Minuten allein durch die Spikes belegt sind. Hier könnte ich combinen. Das können wir doch uns mal anschauen, das Combining. Sieht man eine Vorschau, was rauskommt dabei? Ja, das siehst du drunter. Du hast oben Slot A, Slot B und drunter hast das Ergebnis. Mhm. Und kommt was Gescheites raus? Nee, ich sammle hier noch Teile zusammen. Ich habe noch nichts davon im Inventar gehabt. Ach so, okay. Shotgun. So. Stock. Wir können auch noch eine Shotgun bald zusammenstellen, glaube ich. Pistol Parts. Pistol Barrel. Receiver. Könnte man bestimmt auch was mitmachen. Noch allerdings sind die echt schlecht, die Teile. Teilweise meine Fresse. So, schauen wir mal. Also unter 300 würde ich, glaube ich, gar nicht zusammenbauen. Das lohnt sich vom Schaden her nicht. Mhm. Uff, okay. Ich gebe ein 135er Part rein. Also ich bin jetzt bei Hunting Rifle Parts. Ja. Ein 135er Part und ein 101er Part gebe ich rein. Und es kommt raus? 135. Ja, aber ein bisschen weniger beschädigt, oder? Ja, ein bisschen weh, aber wirklich nur. Ja, deswegen sage ich ja, das lohnt sich so noch nicht. Wie gesagt, dann hängt das vermutlich mit dem Reparierskill zusammen. Unter Umständen solltest du das auch Fixing. Vorher reparieren und dann schon. Das solltest du, glaube ich, hier lernen. Weil, Fix, ja. Ja, dass du die Waffen später ohne Wertverlust reparieren kannst. Hm. Mm. Das wäre sinnvoll. Richtig auch. Habe ich Punkte? Ja, ich habe ein paar. Oh, Hunde! Was? Ich bin gleich tot. Hunde vor der Basis. Ja, bin tot. Viele? 3. Hast du gar nichts an Waffe dabei gehabt, oder wie? Eine Axt. Oh. Das ist wenig. Mhm. Nein, Vorschlaghammer hat ja nur der Xar. Pfeile hatte ich keine. Sag doch was, ich habe Pfeile. Du hast vorher gesagt, du hast alles im Inventar. Habe ich gesagt, sehr schön. Ich habe ja zum Bauen alles im Inventar gehabt, den Bausatz. Ich sehe keine Hunde. Ich war beim Wald, wenn du Bikes kaputt sein. Beim alten Ausgang. In Richtung alten Ausgang und dann haben wir auch da drüben Bäume. Dort war ich gerade. Sag bitte, dass da nur auch bei dir knackt. Habe ich jetzt schon wieder nicht drauf geachtet. Ich knacke nicht. Ich sehe keine Hunde, Danu. Du hast da geträumt. Mhm. Also ich höre ständig nicht deine Rumstöhnen und Markenknirren, aber... Das kannst du heute noch gar nicht gehört haben. Andauernd. So, Shotgun-Shells sind in der Bench. Interessant, die Hunde sind weg. Ach, du hast das geträumt. Mhm. Ich kann dann im Video nachschauen.
So, ich wollte den Fixer eigentlich leveln. Da waren wir stehen geblieben. Also dann, Fix. The Fixer. Wupp. Einmal. So, So, jetzt jetzt ist er auch brauche 5 von ich 5. das, das. Perfekt, dann sollte es jetzt. Oder im Moment gab es da noch einen Zweitskill, ich schau gerade. Ach so, Nein, ich hatte überhaupt keine Waffe dabei. Diese da nu. Dafür Ja, brauchst du diese doch. komischen Repair-Kits, oder? Ja. Genau. Aber die kannst du auch selber craften, glaube ich. Ja. Ja, Weiß die zwar nicht, wie sind. es seit dem Patch ist, ob man die lernen muss oder ob das direkt so geht. Nee, die Oh, kannst Airdrop. du. Airdrop? Hat hier jemand draußen? Kann gucken, was ich Ja. gerade. Ich Ja. gerade nicht. Ich renn hin. Ach, der ist ja recht nah, oder? Ja, das könnte gehen. Rennst du hin, ja? Okay. Bin schon unterwegs. Einen zweiten Skill braucht es nicht. Zum Nee, nee. Reparieren. Okay. Dann Gut, halt dann der. kann ich mir also Repair-Kits herstellen, die brauche ich immer. Beziehungsweise Weapon-Smithing zählt da, glaube ich, noch mit dazu. Okay, da Aber kann ich ja mit noch mal ein dem. bisschen drauf geben. Genau, aber gerade jetzt mit 5 von 5 bist schon mal ganz gut für den Anfang gerüstet. Diese Repair-Kits brauche ich immer eins zum Reparieren Ja, oder ist das irgendwie eines ein pro Teil. Werkzeug? Nee, Also eines wie pro Teil, das gesagt, verbraucht sich. ja. Genau. Und möglichst immer komplett zusammengebaute Waffen reparieren. Dann hast du weniger Qualitätsverlust. Erstens wegen weniger Qualitätsverlust und du brauchst auch nur ein Kit und nicht fünf für jedes Teil, dann eins jeweils. Okay, also nicht die Genau. Parts reparieren, sondern die Waffe. Gut. Also Genau. so nah Alles war klar. das nicht, wie ihr gesagt habt. Ja, es geht. Ich höre Zombies. Aber ich glaube, die Nur zerlegen sich gerade, ne? eine, ja. Ich sollte da gerade eine Spikes-Gumme spielen. Oh, Duct Tape haben wir gar nicht so viel. Wir haben Duct Tape Kleb kannst du und dir herstellen. Dings. Kleb und Gloss. Ach, das geht damit, okay. Da kannst du Duct Tape herstellen. Iron habe ich noch. Beziehungsweise Kleb kannst du dann auch wiederum aus Knochen herstellen. Ja. Okay. Schauen wir mal, ob irgendwo anders noch Duct Tape ist, aber in unserer Gerümpelkiste war es jetzt nicht. Taktik Ach, ist hier ist ganz relativ viel. selten. Okay. Hier ist ganz viel in der Schmissi-Kiste. Ich tu's mal in die Gerümpelkiste rüber, dann passt Ja, da alles. ja. Ja, hat er ja eigentlich eh nichts zu suchen. In Der der, ja eben, Smithy-Kiste. in der Smithy-Kiste ist nicht so unbedingt angebracht. So, nichtsdestotrotz. Zudem ist jetzt die Gerümpelkiste auch ein bisschen aufgeräumter, weil die ganzen Motorenteile raus sind. Ja, ich baue mir jetzt mal neuen Repair-Kits. Ich denke, das reicht fürs Erste. Hat Ja, jemand denn ja. Waffen, die ich unbedingt reparieren muss? Meine ist etwa halb, also die reicht noch ein Weilchen. Meine Reicht reicht auch dann. noch. Reicht auch noch ein Weilchen. Okay, dann tue ich die nur Also. im Vorrat hin, dass es dann im Zweifel schnell geht. Genau. Die Pistol, die eine 108er kaputte Pistol. Soll man die irgendwie auseinandernehmen und einschmelzen oder was macht man damit? Verkaufen. Also auseinandernehmen auseinandernehmen und und verkaufen. verkaufen. Ja, ne? Okay. Beziehungsweise rechts unterhalb der Gerümpelkiste. Die habe ich mal als Verkaufskiste vorgesehen. Also nicht die Supply-Kiste, da unten Ne, die rechts so eine Supply, da alte. sind die Motorenteile drin. Okay, Habe ich ich hab da extra was mal für Koja. gemacht, dass man sie ein bisschen auseinanderhalten kann. Ein Rezept für dich. Schön. Was ist drin? Kannst Weapon Smithing um eins erhöhen. Ach so. Ja, ein Spiked Club brauchen wir ja eigentlich nicht. Den verwendet von uns, glaube ich, keiner. So. Aber zumindest erhöht es dir Weapon Smithing. So, dann kann ich das nämlich auch mal alles ein bisschen ausmachen. Sag mal, blödes Schwein. Hey! Was denn? Da vor mir rennt wirklich ein blödes Schwein. Reihe. Ich nehme jetzt das Machete, so. Komm her, du Schwein. Ja, komm her. Habe Durst. Sowas aber auch. Ich sehe nichts vor lauter. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber von der Hunting Rifle noch nicht so viel haben, hebe ich mal ein paar Parts davon noch auf. Also Hunting Rifle auf jeden Fall aufheben, ja. Auch die Hunderte, ne? So. Würde ich mal sagen, dass man zur Not zumindest mal eine zusammenschustern kann. Ja, ich habe für zwei, hebe ich auf. Das denke ich ist ganz okay. Ach, hier ist auch sind sogar bessere. So, bei der Magnum würde ich sagen, hebt man auch mal lieber auf. Er lässt mir eigentlich Bei schon wieder immer die Tür offen. Frames.
Das vollkommen reicht auch. Nachdem nur ihr zwei dort seid, ist das eine gute Frage. Kann weg, Schott. Darfst raten. Pistol Parts kann weg. Der Receiver, die billigen kleinen, können weg. Long Barrel weg. So. Hey, das wird auf einmal ordentlich in meiner Kiste. So, und wir haben jetzt 107 Zementblöcke erstmal. Gut. Ich brauche nicht die Zementblöcke, ich bräuchte Zement. Ach so. Okay. Jetzt haben wir Blöcke. Das ist. Mhm. Kommunikation ist alles. Ich hab doch nur noch Zement. Ja, ich dachte, wenn du Zement sagst, meinst du die Blöcke, weil wir gesagt haben, wir bauen direkt Blöcke um. Ja, aber wir. Ein Hoch auf die Kommunikation. Wir haben in der Mauer ja teilweise schon Zementblöcke drinnen, die wir auffüllen müssen. Also gut, neuen Zement ist noch über. Damit kriege ich nicht einmal einen Block aufgefüllt. Boah, die Parts sind ja richtig teuer, ne? Sehr cool. Da kriegst du pro Stück ja über 100. Ja. Was? Warum No Sell Price? Was soll das denn? Ach, weil er kaputt ist. Den kann man nicht verkaufen. Den kaputt. Wenn er komplett kaputt ist, nicht, nein. Mal die Rumpelkisten noch durchschauen. Ich den ein. Ich hab jetzt nur mal schnell vorher durchgeguckt. Er hat nur mal schnell. Ja, nee, ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit Kisten sortieren hier. Ich wollte nur mal meine Waffenkiste wenigstens ein bisschen. Steht eigentlich die. Achso, ja, die steht schon. Ist deine Workbench schon fertig? Nein, gell? Wir könnten dann eigentlich. Mein Workbench ist natürlich fertig. Achso, fertig durchgearbeitet, meinst du? Mhm. Nö. Ja, die Hunde sind wieder da. Die nicht vorhandenen. Aber du hast doch jetzt eine Waffe. Hast du doch festgestellt. Ich werte das mal als ja. Hätte ich jetzt auch mal so gewertet. So. Ja, boah, ist das laut, ey. Oh, da kommt noch einer. Bleib weg da, du Scheißhund. Gut, auch meine hinüber. Scherz. Weißt du, wie aufwendig oh, das ist, da liegt noch einer. Also, das hat jetzt keine Freiheit, der soll nicht. Na, das waren deutlich mehr als drei. Ich bin tot. Ja, ich hab jetzt vier umgelegt und da sind noch immer zwei. Ach, komm, Xar, wir müssen da scheinbar mal aufräumen gehen. Richtung Händler runter. Richtung Waldhändler. Also quasi. Oh, ich sehe sie. Mhm. Moment. Sind allerdings jetzt schon hoffentlich alle beschädigt. Ja, wo rennt denn der hin? Könnte noch immer die Brücke gebrauchen hier, aber egal, dann gehen wir da unten raus. Wir machen ein bisschen Hunde jagen. Was war denn eigentlich noch drin, außer das eine Rezept für mich? Ein zweites Rezept für Xar, was, glaube ich, zum Scrappen für die Rüstung ist und sowas. Dann noch irgendwas ganz billiges, waffenteilmäßiges, also eigentlich nur Schrott sonst. Ja, du hast Loot nicht so gelevelt, ne? Nein. Nächstes Mal geht einer von uns. Ja so, gut, die Schrottteile brauchen wir auch zum Verkaufen. So. Sind denn die Hunde? Weiß, da liegt Hut, meine Leiche. Was, hier oben? Ja. Ich bin hier bis hier oben. Schon. Ich bin so nah gekommen, ja. Hier bin ich dann gestorben. Am Hang da unten waren es vorher gerade. Oh. Nano und ihre Hundefantasie. Mhm. Hier sind sie. Oh. Runde Geschichte. Ja, wieso höre ich dann immer noch einen? Das ist halt noch nicht ganz so Geschichte. Ja. Wieso war denn das jetzt nach dem Tod leer? Keine Ahnung. Du hast ganz schön was los. Ja, ich weiß. Du hast gesagt, ich bilde mir das nur ein. Tust du ja auch. Mhm. Viel Spaß, ich geh mal rein. Ich bild mir das ja nur ein, also brauchst du keine Hilfe. Nein, natürlich nicht. Aus den Hunden kriegt man Leder, ne? Ja. Und Fett.
Waren nicht auch die Knochen für Kleber, um den herzustellen? Ja. Ja. Habe ich ja vorhin gesagt. Ja, ja, das heißt also, ich stelle aus Knochen Kleber her und aus Kleber und Klamotte dann das Duct Tape. Okay. Ganz genau. Okay, ich bin aber eh voll, das heißt, welche ominöse Serie? Sowieso rein. Der Hand. Haben wir schon irgendeine Kiste, wo man so Rezepte oder was reintun könnte, dass sich jeder die rausnimmt, die er braucht? Kannst eigentlich in die Kumpelkiste schmeißen, da guckt ja früher oder später jeder mal rein. Okay, weil dann schmeiße ich euch das dort rein. Wie gesagt, das war jetzt nichts Weltbewegendes. In die Gerümpelkiste, dass die immer in der Ecke sind. Hm. Haben wir noch irgendwo? Ich hatte noch irgendwie gefühlt. Wieso ist eigentlich die Türe da schon wieder offen? Keine Ahnung. Mach die Türen immer nur zu. Cool, welche Türen? Welche denn? Die zum Garten noch draußen ist offen. Die unten war draußen offen. Irgendwie leben wir hier im Haus doch von den Türen. Das ist doch super, wir haben doch so eine Falltür da. Da kommt keiner mehr rein. Ach so, so ist das. So, Gerümpelkiste haben wir gesagt. Also ein MacDivers Book und eine Spiked Club Schematik. Antibiotika und Rocket Launcher Barrel. Wo ist denn jetzt die Handelskiste? Ist das die hier? Das ist die rechts unterhalb der Gerümpelkiste. Ich schmeiß dir mal die Rocket Launcher Barrel ohne anzuschauen da rein, weil die ist Level 14 gewesen. Hier. 14. 14. Ja, das kannst du gleich in der Pfeife rauchen. Das ist in der Tat spannend. Ja, das ist super. So, cool, wir haben über 60 Fleisch. Drauf. Ja, wir haben sehr viel Fleisch. Cool. Du könntest das in der Tat. So, ja, ich werde mich in der Nacht wieder ums Feld kümmern. Dann schaue ich, was ich kann. Aber das mache ich erst nachts. So. Läuft. So, wie gesagt, deine Shotgun-Shells sind hier fertig. Kannst du rausnehmen. Und in 11 Minuten sind auch die Spikes fertig. Okay. Kann's aber rausnehmen und gerade selbst bauen. Ich habe jetzt nichts mehr, was ich groß bauen müsste. Wenn du magst, dann mach das, weil dann kann ich auf, mal auf die Schnelle ein bisschen Werkzeug herstellen. Mal auf die Schnelle. Finde den Fehler. Weil dann freut sich der Xaver, wenn er öfter Stahlspitzhacken hat. Ja, ich verbrate hier unten ganz gut. So, wie sei. Ja, kannst dran. Mal schauen. Bin schon dran. Gut. So, dann gucken wir mal weiter. Also hier hätten wir noch eine kaputte Pistole. Naja gut, das könnten wir mal machen. So, Hunting Rifle Receiver. Also wenn wir endlich mal das Hunting Rifle Ding finden würden. Hunting Rifle Stock. Ich kann damit noch nichts bauen mit Assemble. Ne? Hunting Rifle haben wir noch nicht gefunden. Nee, Mann. Mhm. Leider aber nicht. Darf ich da ganz kurz reinkuchen? Bitteschön, kannst du schon wieder. Ich sag dir doch kurz. Hunting Rifle Stock, da haben wir auch einen richtig guten sogar. Shotgun Short Barrel, das braucht auch. Oh ja, hast du Hunger? Unten? Ja, ist gut möglich, ich werde gleich was füttern. Hunting Rifle, nochmal, also da kann man noch ein bisschen was ausmachen. Hunting das ist schön, wenn man es nicht selber ist. Kommt gleich. Barrel, das Ding kann weg hier. So. Nein, ich bin doch gerade erst gestorben. Es dauert jetzt wieder. Achso. So. Ob ich jetzt Holz abbauen gehen kann, ohne zu sterben? Ja, jetzt wolltest du nur Holz abbauen die ganze Zeit. Oh, Schreierin! Ich gehe nicht mehr raus da! Baller nicht meine ganzen Dinger. Nimm Pfeile. Ich hab über 200 Pfeile, 300 Pfeile in die Kiste gelegt. Gut. Sobald ich den Eingang wieder benutzen kann, komme ich rein. Aber momentan sind genau dort die Zombies. Diese unmögliche Danu. Also soll ich noch einen Zweitgang graben? Ach Quatsch, ich komme da jetzt raus. Zeig mir, wie das geht. Man lässt einfach die Tür auf. Und sagt, hier, geht mal rein, da drin geht's. Geht da mal rein. Seines. Ja, Kuya macht das schon. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, oder?
Wir machen in der nächsten Folge weiter. Das ist ein super Ende. Ja, macht's gut. Ob Kuya überlebt, seht ihr dann bald. Ey, Folge beenden. Lass den Schein. Tschüss. Tschüss. Ciao.